Jetzt in Weltblume 10 werde ich aber mal so richtig geröstet, denn ich glaube wirklich, dass diese Challenge verdammt schwierig war. Auch wenn sie wieder ziemlich interessant ist. Wir müssen nämlich mit Luigi spielen, ohne Power-Ups. Und wir müssen alle Oh, ich habe mein Power-Up da schlecht. Erstmal töten. und wir müssen alle Parapünktchen besiegen, aber nur die roten Parapünktchen. Alle anderen müssen am Leben bleiben. Ja, ich finde wirklich eine ziemlich coole Challenge, weil sie halt auch etwas total Besonderes ist. Sag mal, ja. Ja, und schon verkackt. Obwohl, so schwierig war die doch gar nicht, oder? Die kann doch gar nicht so schwierig sein. Also ich habe wirklich gedacht, dass die Challenge von diesem Level hier schwieriger sein wird als die vom Original-Level. Wenn ihr euch noch erinnern könnt, in der leichten Version dieses Levels, aus Weltstern war das, glaube ich. Ich glaube, Weltstern... Ja, Weltstern 6 oder so. Oder Stern 7, irgendwie sowas. Da mussten wir ja mit Toad spielen, durften den Bumerang benutzen und... Du verdammtes Arschgesicht. Jetzt hat der doch echt ein Parapünktchen besiegt, du kleiner... was wollte ich sagen? Ja genau, die Challenge vom Original-Level. Ich dachte eigentlich, dass die leichter war als diese hier. Da musste man ja 110.000 Punkte sammeln in dem Level. Und hier müssen wir jetzt eben alle roten Parapünktchen besiegen. Aber jetzt... Ach, verdammt nochmal! Also jetzt hier, was den Anfang angeht... Wie bringe ich denn die scheiß Piranha-Pflanze dazu, zu schielen? Gott verdammt. Aber übrigens, andere Gegner dürfen wir schon auch mit besiegen. Wir dürfen halt nur... Also wir müssen alle roten Parapünktchen besiegen und alle anderen Parapünktchen müssen überleben. Aber die restlichen Gegner, also Piranha-Pflanzen oder ich glaube Bienen kommen ja auch noch später... Die dürfen wir besiegen, müssen es aber nicht. Das ist uns freigestellt. Aber die roten Parapünktchen müssen sterben und alle anderen müssen überleben. Das ist eine zwingende Bedingung für die Challenge. So, okay, ich gehe diesmal hier ganz nach links. Genau, damit er nicht trifft. Gut. So, dann komm mal her. Und stirb. Zack. Ja, aber so schwierig kann es doch eigentlich gar nicht sein, oder? Die Challenge mit den 110.000 Punkten hat ja, glaube ich, 8 Sterne Schwierigkeit gekriegt. Wow, da kommt schon die... Wow, vielen Dank! Nein! Boah, wie habe ich denn das gemacht? Ich konnte mich noch retten. Aber da kommen so viele von den Kackviechern. Okay, okay, es läuft gut, es läuft gut. Also einfach ist es natürlich nicht, das ist klar, weil man muss verdammt genau springen. Du verdammtes Arschgesicht. Ja gut, aber ich werde mir mal das Level noch weiter anschauen, auch wenn ich jetzt schon verkackt habe, weil ich ja getroffen wurde. Oh Gott, jetzt kommt hier der Abschnitt mit den Millionen Parapünktchen und die geht, die fliehen sogar danach. Ja. Ach nee, die kommen, doch, die kommen wieder. Okay. Hat also schon noch eine Chance. Jetzt so schwierig ist es doch, ist es gar nicht. Da, guckt euch an. Seht ihr? So schwierig ist es gar nicht. Habt ihr gesehen? Pff, ist ja Pillepalle. Aber Hauptsache einfach mal in den Gegner reinlaufen. Also an sich ist es gar nicht so schwierig. Aber ich glaube, die Challenge wird trotzdem relativ anspruchsvoll. Einfach aus dem Grund, weil es verdammt, verdammt viele Parapünktchen in diesem Level gibt. Und man dementsprechend auch viele töten muss und ja eben verdammt gut aufpassen muss. So, und auf dich muss ich auch aufpassen, damit dass du mir nicht wieder einen meiner Parapünktchen tötest. Vorhin hat... Vorhin hat er zwar den richtigen gekillt, aber das war, glaube ich, mehr Glück als irgendwas anderes. Und ich weiß, ich habe schon wieder verkackt, aber ich will noch weiter üben. Ja. Wenn halt sowas mal passiert, das ist dann kacke. Ach, dich vergesse ich auch immer. Gott verdammt, ich habe sogar gehört, dass sie... schon am Zuschnappen war, aber trotzdem bin ich irgendwie nicht ausgewogen, keine Ahnung. Dummheit von mir einfach nur. Die
Frage wird wirklich sein, ist diese Challenge schwieriger als die mit den 110.000 Punkten? Also von... Also von dem, was ich bisher so gesehen habe, würde ich mal sagen, nein, eigentlich nicht. Eigentlich müsste sie ein bisschen leichter sein. Sie wird zwar jetzt bestimmt auch nicht easy. Keine Challenge jetzt wird mehr easy. Aber ich glaube, sie wird easier als die andere aus Weltstern. Vielleicht. Hoffentlich. So, hier ist Piranha-Pflanze Nummer 1. Stirb und stirb. Ja, dich lasse ich am Leben. Wenn ich mich einfach hier hinstelle, dann trifft er nämlich auch nicht. Okay, so, komm her. Und komm her. Was es natürlich auch nochmal erschwert, finde ich zumindest, ist die Draufsicht. Also, dass wir alles aus der Vogelperspektive sehen. Denn dadurch kann man schlechter abschätzen, wie weit Luigi denn jetzt noch vom Boden entfernt ist. Ich hätte dich schon wieder fast vergessen. Aber das ist ganz entscheidend, weil man ja genau wissen muss, wie lange man jetzt noch braucht, bis man wieder auf dem Boden aufkommt, damit man eben den roten Parapünktchen trifft und keinen anderen. Nein. Scheiße. Shit. Komm her. Oh Gott. Nein. Nein, jetzt habe ich den nicht erwischt. Und dann kommen da nochmal 3. Wollen die mich verkackeiern? Holy. Holy shit. Ja, aber ich werde mir auch hier wieder den Rest schnell angucken. Ich meine nämlich eigentlich, dass... Wow. Ich meine nämlich eigentlich, dass danach, nach diesem Abschnitt, nicht mehr wirklich viele Parapünktchen kommen werden. Vielleicht sogar gar keine mehr. Das wäre natürlich sehr, sehr in meinem Interesse, aber... Ja, ich weiß es nicht. Aber viele dürften wirklich nicht mehr kommen danach. Ja. Komm her. Okay. Ich habe mich auch übrigens mit Absicht für die Farbe Rot entschieden bei den Parapünktchen, weil, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, ist immer der erste Parapünktchen, oder das erste Parapünktchen von so einer Formation, ein rotes. Und dementsprechend kommen rote Parapünktchen häufiger vor als alle anderen. Und ja, deswegen habe ich mich für ihn entschieden. Weil es mit ihm wieder mal am schwierigsten wird und Schwierigkeit ist cool. Auch wenn sie einen oftmals aufregt. Ich könnte auch mal sowas probieren. Aber das ist mir, glaube ich, ein bisschen zu riskant. Ich glaube, da macht man eher Fehler, als wenn man sich einfach daneben stellt. Und dann einfach immer ganz kurze Sprünge zu denen hin macht. Ich glaube, das ist dann wirklich... Wow. Die sicherere Variante. So, hier die ganze Zeit stehen, damit er schielt. So, komm her. Und komm her. Okay. So, da kommen jetzt gleich die nächsten, das weiß ich noch. Komm her. Und komm her. Okay. Aber was mich zumindest aufheitert an der Challenge, ist wieder einmal die wunderschöne Super Mario Galaxy Musik. Na komm her. Aus Gastigarden. Ich weiß immer noch nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber ist mir völlig wurscht. Achso, halt, darf ich ja nicht nehmen. Das war jetzt dumm. Der ist mir jetzt im Weg, vielleicht. Ja, dich zumindest mal mitnehmen. Und dich, okay. Dann dich. Mhm. Kommt her, beeilt euch. Wir haben nicht so viel Zeit. Nein! Okay, ist noch alles drin. Okay. Komm her. Und komm her. Ja. Hab ich jetzt einen grünen? Ich habe einen grünen auch mit besiegt. Warum? Nein! Ich hätte es vielleicht geschafft. So, aber wie gesagt, ich möchte mir diesmal jetzt noch das Level zu Ende anschauen. Ob hier nochmal Parapünktchen kommen. Ich glaube eigentlich nicht. Wenn jetzt hier welche kommen, während man auch noch beschossen wird, das wäre richtig fies. Alter, wollen die mal chillen? Wie viele kommen denn da?
Ja, aber es sieht wirklich so aus, als wären hier keine mehr. Nein, das will ich gar nicht. Zurück, zurück, zurück. Da darf man jetzt nicht zu schnell nach vorne, weil sonst fällt man in den Tod. Das ist ziemlich fies eigentlich, weil nämlich die Plattform noch gar nicht da ist. Das ist echt gemein. Ja, und hier ist schon das Ziel. Hier ist schon das Ziel, Leute. Also, ja, schwierig ist es nicht. Ja gut, schwierig ist es schon. Aber es ist nicht mega, ultra, super, ultra, mega, heftig schwierig. Was ich nämlich, wow, was ich nämlich eigentlich dachte. Ich dachte eigentlich echt, das wäre so eine... Ja gut, das... Ja, sagen wir es mal so. Ganz am Anfang habe ich gedacht, ja, die Challenge ist ziemlich schwierig. Das war ungefähr so meine Gefühle wie jetzt. Ziemlich schwierig, aber kriegt man schon irgendwie hin. Genauso empfinde ich jetzt gerade auch darüber. Aber nachdem ich dann die Challenge aus Weltstern gemacht habe, also das Original-Level mit den 110.000 Punkten, und das so mega ultra schwierig war, und ich aber diese hier halt als schwieriger in Erinnerung hatte als die mit den 110.000 Punkten, dachte ich mir nur so, what the fuck, noch schwieriger? Was zum Teufel? Kann auch sein, dass ich mich bei der Aufgabe mit den 110 Punkten einfach nur enorm angestellt habe. Und ja, so ziemlich alles verkackt habe. Ich weiß es nicht. Aber viel mehr war da doch auch nicht möglich. Naja, das kann uns jetzt auch egal sein. Die Challenge haben wir schon abgeschlossen. Sollten wir uns lieber auf diese hier konzentrieren. Ja, und wenn ich vorhin nicht noch den Grünen mitgekillt hätte, dann hätte ich es jetzt schon geschafft. Mann, 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 Mann. Aber trotz alledem finde ich wirklich, es ist eine coole Challenge. Weil halt mal wieder was völlig anderes. Gegner besiegen oder keine Gegner besiegen hatten wir ja schon öfter. Aber nur bestimmte Gegner zu besiegen hatten wir noch nie. Ach, die ist so schön, die Musik. Die ist so cool. Okay. Jetzt kommen wir gleich wieder zu dem Abschnitt mit den Millionen Parapünktchen. So, also gleich am Anfang die hier mitnehmen. Genau, den hier lassen, weil den kriege ich nicht, da bin ich schnell genug. Hier am besten gleich mal den hinteren mitnehmen und hier auch den hinteren mitnehmen. Genau, dann schnappe ich mir den. So, dann müssen die wieder kommen. Und ich töte den roten, töte hier den roten. Ist alles okay, ich habe noch genug Zeit. So, nicht den Grünen besiegen. Nur der Rote ist tot. Nur der Rote ist tot. Könnt ihr euch nochmal hier ansehen. Nur einer fehlt. Okay. Es kommen jetzt, wenn ich mich recht erinnere, keine Parapünktchen mehr. Bedeutet, ich muss nur noch das Level überleben. Ich darf nicht mehr getroffen werden. Dann habe ich's. Aber selbst das wird jetzt nicht ganz so einfach. Denn wir haben ja gesehen, wir werden hier jetzt gleich von allen Seiten beschossen. Aber einfach chillen, einfach chillen. Alles ist super. Alles ist super. Das war knapp. Alles ist super. Ja, ich gehe oben rum. Ist mir lieber. Weil nicht, dass ich einen Fehler mache und schon vorzeitig da oben rauskomme. Deswegen gibt es hier auch nochmal den Mittelgang, dass man da ein bisschen Zeit sparen kann und immer im Kreis sich drehen kann. So, jetzt noch die Piranha. Wow, die sind gegeneinander geprallt, cool. Jetzt noch die Piranha-Pflanze töten. So, also komm. Komm. Und zack, stirb. Yes, Leute, wir haben es geschafft. Und das nach relativ kurzer Zeit. Puh. Okay, richtig nice. Richtig, richtig nice. Boah, da freue ich mich jetzt. Da freue ich mich richtig. Und damit sind auch nur noch ganz wenige Level übrig. Ich glaube nur noch 3. Okay. Und beim nächsten Mal kommt dann das vorvorletzte Level. Nämlich Weltblume 11. Schleicherei auf der Stachelbrücke. Und auch das hat es wieder in sich. Also, ciao Leute.